Das ist Professor Eich. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Ich bin mal wieder hier bei Minecraft unterwegs und habe eine richtig coole Map entdeckt. Und zwar ist das die Pokémon Red Map. Ihr kennt vielleicht Pokémon, die App, aber es gab Pokémon früher auch auf Game Boy. Und das ist quasi das Game Boy Spiel jetzt. Hier steht Pokémon Use the Control Book to the Game Arena. Okay. Wo geht's lang? Rechts, links? Keine Ahnung. Das Ganze findet ihr oder kann man quasi spielen auf 1.11.2. Wie geht's hier raus? Ah! Wie cool ist das denn? Das ist eine Pokémon-Arena. Hier links haben wir, glaube ich, Bisaflor. Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, das ist schon so lange her, dass ich Pokémon gespielt habe. Dann haben wir hier Glurak. Und das müsste Turtok sein, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Genau, Bisasam, Glumanda und das war vorher Shiggy. Das sind die Weiterentwicklungen davon. Ich gucke mich mal weiter um. Ich habe übrigens dieses Buch hier. Game Controls, Start, Stop, How to Play, Settings, Game Boy, Colors, Case, Frame. Okay. Ich kann das jetzt also spielen? Wie, was? Das ist ja krass. Ich bin also quasi direkt vor meinem Gameboy-Bildschirm. Gameboys sind so kleine, ich sag mal, Konsolen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Es gibt ja den Nintendo DS so ähnlich, nur eben die Vorgängerversion. Und das ist jetzt wirklich Pokémon. Ich würde es erstmal mir für später aufbewahren, aber es sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ich gucke mich mal erstmal hier in dieser Arena weiter um. Dieses gigantische Bisaflor. Ich hoffe, ich sage euch jetzt nichts Falsches. Wie heißt denn eigentlich die zweite Form von Bisasam? Bisasam? Bisa... Und Bisaflor. Ich weiß es nicht. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Helft mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Glumanda, Glutexo, Glurak. Shiggy. Und dann kommt wer? Und dann kommt Turtok. Oh Gott, ich bin so richtig eingerostet. Ich freue mich trotzdem umso mehr, weil das so eine kleine Kindheitserinnerung bei mir ist. Ich habe das früher gespielt, da war ich, glaube ich, so 5. Klasse. Also ist auf jeden Fall schon ewig her. Hier hat man unterschiedliche Pokebälle. Mr. Squishy hat das übrigens gebaut. Danke dafür, Mr. Squishy. Ich finde es einfach mega cool. Ich versuche mal aus dieser Arena rauszufliegen. Ich denke, da ist dann nichts mehr dahinter. Weite Welten. Nee, hier hört die Welt dann auf. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier abstürzt. Oh, ich gehe mal wieder rein. Von oben sieht es so aus. Also wirklich auch gigantisch mit diesen riesigen Rängen. Wie lange das gedauert haben muss, das denke ich mir sowieso manchmal bei diesen ganzen Maps. Die manche Leute wirklich auch in ihrer Freizeit als Lebensaufgabe bauen. So. Und hier hat man den roten Gameboy mit dem Steuerkreuz, AB quasi, Start und Select. Und der steht direkt vor diesem Glurak. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich habe ja hier noch weiterhin das Regelbuch. Settings, müssen wir uns die Einstellungen durchlesen? Ich glaube nicht. Wir starten jetzt einfach. New Game. Muss ich da draufklicken? Enter drücken. Vielleicht hätte ich mir doch die Anleitung durchlesen sollen. Okay, das sind jetzt Video-Settings. Login, Logging off. Okay. Also ich bin noch nicht so ganz klar, wie das jetzt hier funktionieren soll. Ich kann ja... Wie steuere ich das Ganze? Das ist noch Controls hier. Left, backward, right. Space ist Start. Okay. Ob ich mir das jetzt alles merken konnte, weiß ich nicht. Ah, F war bestätigen. Das ist Professor Eich. Wie cool ist das? Also wie kann man, erstmal, wie ist das überhaupt möglich? Wie geht das? Und andererseits auch, wer denkt sich bitte sowas aus?
Jetzt erklärt er quasi die Geschichte der Pokémon. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Spielt das Spiel selber, wenn ihr euch noch so eine ältere, ich sag mal, Nintendo DS-Version zulegen könnt. Gibt's aber auch, ich denke mal, in der App und so wird das nicht viel anders sein. Das ist auf jeden Fall die Vorgeschichte, die erste Version von Pokémon. Es gab noch die blaue, die gelbe, ich glaube Silber und Gold oder so gab es auch noch. Das ist auf jeden Fall Ash. Die Grafik ist natürlich sehr pixelig, das kennt man mittlerweile von Videospielen nicht mehr unbedingt so. Aber früher war das so, als ich Kind war, war das so. Hier kann man zum Beispiel den Namen aussuchen von dem Spieler, wenn man wollte. Man kann ihm einen ganz neuen Namen geben, das habe ich immer gemacht. Ash ist sein richtiger Name und man kann ihn auch Red oder Jack nennen. Oh, ich weiß nicht, ich finde es einfach mega cool. Will aber auch gar nicht jetzt das ganze Spiel mit euch durchzocken. Das dauert ewig und 3 Tage. Ich bin auf jeden Fall super beeindruckt von dieser Map und natürlich auch von der Möglichkeit, auf einem Minecraft Gameboy das komplette Spiel Pokémon, die rote Edition, nachzuspielen. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diesen alten Gameboy noch kennt oder ob ihr wirklich nur mit dem DS zockt oder auch mit dem Smartphone. Ich bin eine ältere Generation. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann drückt das gerne durch einen Daumen nach oben aus, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Ansonsten doppelt Daumen nach oben geht, glaube ich, nicht. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren und auf das kleine Glöckchen drücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!